Ja, einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zurück zu Black Myth Wukong. M-U-F-F, Myth. Ich habe schon ziemlich lange nicht mehr gespielt. Ich habe irgendwie immer procrastinated, aber heute habe ich Bock. Und wir müssen, glaube ich, das als nächstes müssen wir, glaube ich, diesen komischen Frosch-Boss besiegen. Und jetzt bin ich gerade am Überlegen, ob ich irgendwas hatte gegen. Ja, hier, ne? Das hier. Okay. Habe ich den jetzt? Ja, habe ich den jetzt drin. Weil dieser Gegner macht Blitzkram. Und ich, ich habe keine Ahnung mehr, wie das Spiel geht. das waren zwei Heals. Das wollte ich gar nicht. Damn. Oh. Er macht Blitze. Er hat mich runtergeschluckt. Scheiße. Aua. Ich komme ja gar nicht an ihn ran, ey. Für den wollte ich auf jeden Fall mehr versuchen. Ich will eigentlich den Headbutt-Angriff machen. Oh, das hat geleckt. Boah, hat er Schaden gemacht. Not bad. Ich habe leider auch keine Heilungsmöglichkeiten mehr. Ah, siehste. Puh. Gerade so noch hingekriegt. Ja, ich habe so ein bisschen vergessen, dass ich ja auch diese Spezialfähigkeiten habe. Hätte ich vielleicht mal benutzen sollen. Oh well. Ich weiß, dass der NPC hier oben ist. Für die Quest. Denn der sucht dieses Rezept, was wir gerade gekriegt haben. Hatten wir mit dem schon gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Er hier. Stay and help. A deity like myself would not short you. Oder habe ich das jetzt abgebrochen? Ah, nee, abliefern. So. Oh, how wondrous! You could. Man follows Earth. Earth follows sky. Sky follows Tao. Tao follows nature. These common pills, I grant you. Hereafter, you may craft more yourself at the shrines. I must retrieve a furnace forthwith. Pray forgive my departure. Ja, er muss einen Ofen besorgen. Und ich weiß zum Glück auch schon, wie man den dann nochmal findet. Das ist ein NPC. Allerdings müssen wir dafür einen Boss besiegen, der deutlich schwieriger ist als jetzt der Frog.
Deswegen, das wird interessant. Ich habe eine Ladung auch wieder zurückgekriegt, weil ich diese Seele da eingesaugt habe. Und ich habe keine Ahnung, wo ich gerade bin, ehrlich gesagt. Es gibt ja auch keine Karte. Wir könnten in eine furchtbare Falle laufen und gleich sterben. Ich sollte mich vielleicht nochmal heilen. Jetzt füllt sich unsere Flasche auch wieder auf. Das ist mal das Schöne. Sieht fast aus, wenn ich runter könnte, aber ich meine, da war... Nee, da war, glaube ich, gar nicht der Frog. Nee. Müssen uns auf jeden Fall umgucken. Okay. Das lief doch gut. Ja, ich muss erstmal wieder reinkommen. Ich habe es, wie gesagt, schon länger nicht mehr gespielt. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, der Stick macht deutlich mehr Schaden auf jeden Fall schon mal. Ich meine, sollte er ja auch. Gut, das sieht nach einem Big Boy aus. Oh, scheiße. Pfeil und Bogen, Heini. Ah, hatte keine Stamina mehr. Scheiße. Erstmal in Sicherheit bringen hier. Oh, das kann ich sogar von dir machen. Das ist gut, weil da kriege ich ja auch immer ein bisschen Ladungen. Der Krallengriff, um das aufzuladen. Da hat der volle HP wieder. Oder war das einfach ein zweiter? Aber. Yep, da ist Nummer zwei. Scheiße. Schnell flüchten. Shit. So, ist meine Mana auch leer. Wieso? Hä? Kriegen die ihre HP wieder zurück, wenn die meine Aggro verlieren oder was? Die blöden Pfeile. Die blöden Pfeile. Kann ich auch nichts gegen machen gerade. Hab ja keine Stabhaltung. Und ich kann mich auch nicht heilen. Zumindest den haben wir schon mal platt gekriegt. Aber meine HP. Warum explodiert der einfach? Scheiße. Explodiert einfach. Wusste ich nicht. Sonst wäre ich weggegangen. Zumindest haben wir jetzt wieder voll AP. Damn. Oh well, alle Gegner wieder da. Weiß immer noch nicht genau, wo der eigentliche korrekte Weg ist, hätte ich gesagt. Ob er hier lang führt, wahrscheinlich eher nicht. Unsichtbare Wände. Na, da oben müsste ich eigentlich lang, ne? Immer diese Pfeile, Alter. Was ist das hier? Wie kommt man denn da oben hin? Wie kann ich denn die besiegen? Ich habe ja keine Wolke, womit man fliegen kann oder so. Man kann ja nicht einfach hochlaufen, denke ich mal, oder? Würde mich wundern. Ich glaube, ich komme da nicht hoch. Wüsste zumindest nicht wie. Iframes.
Blöde Sniper, ey. Voll nervig. Gut, hier war ich vorhin auch, ne? Ja. Dann müssen wir das jetzt wohl ein bisschen besser machen. Jetzt auf die Stamina warten, dann aufladen und dann dein Schild zerschmettern. Ah ja. Boah, was für ein Liebsprung, Alter. Toll, jetzt kann ich mich gleich schon wieder heilen. Okay. Nicht hoch? Nicht wirklich, nein. Schade. Ah, jetzt bin ich hinter den Archern, ne? Kann ich hier Shortcut aufmachen. Oder direkt wieder im Bosskampf. Son, I hear you loud and clear. How can I not know your sufferings? Before our master returns from the valley, we've got to tough it out to survive. The lads went out to see the altar the other day, said it's stinking worse than ever, and covered in bones. Not from men or livestock, but littered in the remains of our kin. Curse that furry jackass! Ooh, just wait. Wait until Master hears about this! Hush! Hush, you fool! Our restoration. We can't say it out loud now. Oh, your poor brother, Adam. Direkt der nächste Boss kam, super. What's that smell? Oh boy. Great. Damn. Willst du ein Headbutt? Hier, warte, kann ich auch. Wenn das mal funktionieren würde, tut's aber irgendwie. Das hat ihn kaum gestaggert. Aua. Ich glaube, den großen Erst zu besiegen ist wahrscheinlich das Klügste. Au. Junge. Scheiß da aber rein. Oder muss man nur den großen besiegen? Jetzt kommt zweite Phase. Oder haut er wieder ab? Da ist er wieder, der kopflose Sänger. Ich habe mich noch nie mal überall umgeguckt.
Ich hoffe, das war jetzt nicht der Chapter-Boss, aber glaube ich eigentlich nicht. Blut des Eisenstiels und Seide und Jaguar-Kern. Was soll der Vater gewesen sein? The fuck? Okay. Was ist das? UFO verwenden. Toll, jetzt singt das Ding die ganze Zeit. Herzlichen Glückwunsch. Da ist ein Shrine, den machen wir mal an hier, bevor wir weitergehen. Aber ich muss auch gleich nochmal zurück und mich da nochmal umgucken, weil... Ja. Da, Medizin herstellen. Das sind jetzt nur die Standard-Medizin-Dinger. Später können wir noch so richtig krasse Medizin herstellen. Mit so einem Ofen da. ja. Brauen, himmlische Lotussamen. Achso, nee, das war ja genau das Wechseln und hier. Hier war, das ist mehr Heilung. Schadensreduktion moderat. Okay. Ja, nee, ich glaube, ich bleib bei dem Zeug. Schmiede können wir nichts Neues herstellen. Also ja, theoretisch schon. Das hier nämlich. Aber ich mag die Rüstung, die ich aktuell trage, ganz gerne. Ich muss mehr das Lähmen benutzen, weil das habe ich eigentlich ausgeskillt. Und das ist eigentlich ziemlich stark. Das sollte ich mal ein bisschen benutzen mehr. Aber ich vergesse das immer. So, okay. Bevor ich jetzt, ich tippe mal, da geht es wahrscheinlich weiter. Denke ich mal. Will ich aber noch den Rest überprüfen. Da ist die Tür, die mich zum Boss geführt hat. Okay, wo geht's hier hin? Hier geht's nach unten in den Tümpel. Hier war jetzt aber nicht, wo wir gegen den Frosch gekämpft haben, oder? Ah, nee, glaube ich nicht. Weil hier sind wieder die mini explodierenden Frösche. Platzen einfach. Sehr schön. Man muss sich ja überall umgucken, weil sonst verpasst man ja wertvollen Loot, ne? Oder kann zumindest passieren. Ah, okay, warte. Eben den hier killen. So. Brauchen wir ja alles zum Craften und so. Was ist hier? Ist hier unsichtbare Wand? Tatsächlich. Da können wir nur schon mal gucken, wo es gleich hingeht wahrscheinlich. Weil da oben war auch noch mehr. Bei den ganzen Viechern da, wo ich gestorben bin. Da will ich noch mal hin. Da müssen wir noch mal ein bisschen gucken. Bevor es dann weitergeht. Aber hey, zumindest schon mal zwei kleine Mini-Bosse in der Folge. Das ist doch schon mal ein guter Anfang, sag ich mal. Oder sind sie jetzt alle abgehauen, weil ich den Boss besiegt habe? Kann ich mir nicht vorstellen eigentlich. Nee. Sind noch da. So, hier waren noch zwei von diesen fetten Monsterratten-Typen. Na, der da hinten. Jetzt kann ich mir die Archer schnappen. Ach komm. Ich muss auch mal rennen können ab und zu. Mr. Wukong, billig Wukong. Nicht runterfallen, du Depp. Na toll, jetzt bin ich runtergefallen. Wo bin ich hier nur? Reingeraten. Oh, scheiße. Natürlich. Ah, noch getroffen. Gut. Oh, hinter mir. Hit. One at a time.
Kann ich an die irgendwie ran? Ja, komm ich auch ran. Moment. Oh Gott, hier ist ja überall alles voller Gegner. Scheiße. Wo kommt der denn her? Okay. Gib mir doch mal ein bisschen Zeit hier. Zack, da ist unsere Flasche wieder voll. Sehr schön. Da ist der Spacken. Jo, jetzt werden wir auch noch Bomben. Okay. Noch was versteckt oder so? Ja, hier. Ist das wichtig? Wahrscheinlich nicht. Süßholz. Geht ganz schön weit nach oben hier. Da haben wir so wieder die unsichtbare Mauer. Ah, siehst du, hier ist die Truhe. Ich habe mir doch gedacht, dass es hier irgendwas gibt. Nicht schlecht. Hier ist noch was. Bisschen Blümchen noch. Ja, muss auch mal ein Blumen fliegen. So, wo kommt denn jetzt? Wo ist denn jetzt der? Da ist noch ein. Gut, gut. Oh ja, ganzen Fokus verloren. Ja, das ist blöd. Okay, so. Jetzt ist Ruhe, jetzt kann ich mich mal kurz ein bisschen umgucken. Wobei ich mir immer noch ziemlich sicher bin, dass hier irgendwo noch einer von den Fetten irgendwo sein müsste eigentlich. Habe ich hier schon alles durchsucht? Probably yes. Entschuldigung. Da war auch noch Loot, ne? Aber den hatte ich schon. Eingesackt. Na super, das hat's gebracht. Auch so machen. Und dann so. Das geht auch. Okay. Ja, ab und zu muss ich mal die Fähigkeiten benutzen. Man vergisst das halt gerne mal, dass man die hat. Und da komme ich, ne? Ja. No need to go back there. Das Erforschen macht mir nämlich eigentlich immer am meisten Spaß. Wobei das Kämpfen eigentlich auch. Wenn es gut läuft, wenn ich es mal rauskriegen würde, wie es vernünftig funktioniert. Aber naja, alles braucht so ein bisschen seine Übung. Where the hell am I? What the fuck is this? Wo bin ich denn jetzt gelandet? Das sieht auch wieder nach einem Miniboss aus. Was ist das denn für ein ekelhaftes Ding? Ah! Da ist wahrscheinlich wieder so ein Deity-Ding, was ich retten kann. Von dem Viech da. Aber da ist auch nochmal ein Gegner. Ist doch mehr als ich dachte. Und wieder Archer, wirklich. Komm hier mal her, Alter.
Na, lach du nur. Gucken wir mal, was dir das jetzt bringt. Nichts. Ja, wir kriegen bald noch mal so eine Verstärkung für unsere Heilung. Müssten wir eigentlich irgendwann mal finden, ne? Langsam. Warum? Wer hat das überhaupt gesagt? Hier? Move! Now! Stop poking around here! If them two heads lay eyes on us, we're both done for. Our misfortune back home has led us to exile. We'd hoped to rebuild with the Rat Sage's guidance, but... But I saw that vanguard of his feasting upon... Our king has lost his way. Escape was the only choice. The two heads are the best fighters. And now, they are hunters of their own kin. We'll starve hiding here! Let's get out and get this over with! Why are you still here? Don't put me in danger. Be off! I'd never take part in slaying kin. Now that you have rid me of them, it's time for me to go. With a blinded king, we can never rise again. Okay. We must find the missing prince. The third prince? But he's against rats, remember? Look at us now. He won't even recognize us. Not one bit. The king honored rats. That's why the third prince left. Some claim to have seen him far away, somewhere in Buddha's realm in the west. We must find it then. But where? And how? The king honored rats. That's why the third prince left. Everyone sich. Alles gut. But where? Also das haben wir schon mal erfolgreich hingekriegt. Oh, unsichtbare Wand. Man will dann immer da hoch, weißt du, man denkt, okay, da ist vielleicht noch was und so. Weil wir die zwei Köpfe erledigt haben. Die zwei Köpfe, um genau zu sein. Dann schätze ich, kann ich mich jetzt nicht mehr davor... Oh, warte mal, ist noch so ein grünes Will-O-Wisp-Ding. Dann werde ich mich jetzt wohl gleich diesem komischen Viech darstellen müssen, was da ist. Halte ich mich vorher voll, weil ich weiß ja nicht, der kann ja auch so richtig krasse Damage-Attacken haben. Wie One-Shotten, weiß ich ja nicht. Aber warte mal, ja, natürlich kann ich das machen. Man füllt ja die Flasche auf, wenn man diese Dinger aufsaugt. Das ist sehr vorteilhaft. Zack. Haben wir eine volle Flasche. Ja, die hatte ich gestern auch. Okay. Das sieht übel aus, aber ich denke, wir werden es wohl machen müssen. Noch nicht wahr. Kriegen wir schon hin, hoffe ich. Erdwolf. Oh shit. Ich das andere machen. Das hat gestaggert. Den kriegen wir auch locker platt. Mal den benutzen, warum auch nicht? Wenn wir ihn haben, ne? Dann haben wir ihn besiegt. Ah, cool, können wir sogar einsaugen. Na dann. Wenn ich mich wieder zurückverwandle. So. Oh, ich hätte mich heilen müssen, dann hätte meine Flasche sich auch wieder voll. Okay. Erdwolf. Okay. Ja.
Flasche ist wieder voll. Dann retten wir mal den Typen hier, wa? This is a mistake. A mistake. With my respect, I request. Ah. What brought you here? Ist der Pferdetyp. Leave. I don't need your help. Nicht? Aber du bist da ein bisschen, ne? So, da waren jetzt drei kleine Bosse in einem Video. Ist cool. Rats. They tied me up on sight for no reason. Joking, they prepare me for their king's table. This place crawls with Yaogwais eager for a bite. But don't worry. They bite into me, they'll bite more than they can chew. Well, ist ja auch so eine Deity. This place is a jumble of rats and cats, all at each other's throats. And the Yellow Wind Sage keeps silent. How odd. Who would swear fealty to such a king? Let's make haste and go. Never linger in a place such as this. Just leave. These rats are no match for me. I can make my own way out. Okay. You are a skinny one, but these rats aren't picky eaters. Flee. The quicker the better. I won't die here with my task undone. There are too many eyes around here. We'll meet again if fate wills it. Ich denke mal, das war auch alles, was er uns sagen wollte. Soll ich mal kurz gucken, ob hier vielleicht noch was versteckt ist, aber das Einzige, was hier, glaube ich, gleich sind, sind unsichtbare Wände. Vielleicht auch nicht. Ja, mehr oder weniger unsichtbare Wand. Ich meine, gibt es keinen Weg. Aber eventuell finden wir hier noch was. Eventuell. Ist ja häufig so, nach einem Boss findest du noch eine Kleinigkeit. So einen kleinen Schmankel, aber das sieht hier aus so, als wobei, vielleicht. Hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Blümchen. Ja, mit dem Blümchen. Nee. Hä? Ziegenschädel. Getränke. Okay. Interesting. Das war dann wohl unser Schmankerl. Sag mal so, Schmankerl. Schmankerl, Schmankerl. You know what? Doesn't look like it. Naja gut, ich meine, ein neuer Geist. Zwei Minibosse. Drei insgesamt eigentlich sogar. Wenn man so will. Ah, hier ist noch eine Tür. Jetzt kommt der nächste Miniboss. I was fucking kidding. Da den alle an. Oh shit. Das staggert jetzt gut. Boah, der hat ja Power, der Typ hier. Heilen. Was mache ich da eigentlich? Der ist stark. Na komm. Okay. Ah. Ah, okay. Blut des Eisenstiels auf jeden Fall ist gut und ein weiterer Geist, so wie es aussieht. Aber ein schwächerer. Rattenschütze. Oh. Awesome. Weißt du, die sagten ja, die Gebiete sind zu schlauartig und so, aber ganz ehrlich, also ich finde aktuell, also dieses Gebiet ist ziemlich weitläufig, ziemlich gut eigentlich auch. Man findet hier und da mal was und Gegner und das ist gut. Macht Spaß. Bisschen Seide, das brauchen wir zum Craft, das haben wir ja schon festgestellt. Will ich da runter, ist die Frage. Komme ich da wieder raus? Ja, tue ich. Ich gucke mich hier nochmal ein bisschen um. Weil ich bin mir immer noch recht sicher, dass es bei dem Schrein weitergeht und nicht hier. Aber ja, ich muss eigentlich den Part so langsam mal beenden. Wir sind bei 35 Minuten. Ah, hier war ich schon. The fuck, wieso erinnere ich mich daran nicht? Wahrscheinlich, weil alles genau gleich aussieht. Literally, ja, ne, da muss ich da unten wohl schon gewesen sein, ne? Denke ich mal. Maybe. Naja, hier ist. Okay. Das war weird. Ich gehe aus dem Gebiet raus und das kommt so ein Ding. Okay, so ein Dingsens.
Den ist das doch der alte Schrein, den ich schon hatte, oder nicht? Oder? Ja. Ist es wohl. Jetzt könnte ich von hier. Ja. Dahin, Dings bumsen. Ich will jetzt halt nicht rasten, weil sonst alle Gegner wieder respawnen. Da war der Frosch. Und von da hinten komme ich, glaube ich. Dann habe ich jetzt hier wirklich so ziemlich alles abgegrast und ausgeräuchert, nicht wahr? Denke ich mal. Jetzt sitzt es schon langsam warm hier drin wieder. Kann aber auch am Spielen liegen. Boah. Nur noch ein bisschen Lotus sammeln. Kommt man hier eigentlich wieder so raus, oder? Sieht mir nicht so aus. Bin noch fast in den Gebäuden versteckt, vielleicht? Okay, so kommt man raus. Jo. I guess that was everything. Warte mal, da unten ging es weiter oder hier ging es weiter? Weiß nicht mehr. Ja, gerade hier sind ja manchmal so Pötte und so versteckt. Und in den golden leuchtenden Pötten sind halt Upgrade-Materialien drin. Für unser Estus, sage ich jetzt mal. Nee, stimmt, hier war einfach nur dieses Ding. Ich vergaß. Wir müssen also hier lang. Und auch das war anscheinend falsch. Ich hätte einfach dahin reisen sollen. Das wäre am leichtesten gewesen. Zumindest ist Ruhe. Wir haben alles umgeboxt hier. Ah, hier war der Boss. Aber wir haben danach gar kein Upgrade-Material gekriegt, ne? Vielleicht muss ich das noch finden. War ich über die Brücke gegangen? Da war der Schrein. Hier ist ein riesiges Tor, was man zum Glück nicht öffnen kann. Das wäre unmöglich. Aber war ich hier über die Brücke gewesen? Gibt es hier ja noch was? Ist hier das, der legendäre Loot? Oder das ist einfach nur ein alternativer Weg vielleicht auch? Ja, weil das führt ja da zu dem Dorf. Deswegen bin ich mir recht sicher, dass das hier, dass ich mich gerade im Kreis bewege so ein bisschen. Aber es ist merkwürdig. Da hätte man ja auch von hier den Boss angreifen können. Da ist so ein Will-O-Wisp-Ding. Da sind neue Gegner. Das sieht aber hier nach einem ganz anderen Gebiet aus. I'm so confused. Da hinten war doch der Dingsens. Der nächste Schrein. Aber das sieht aus, als wenn es hier weitergeht. Ich meine, da haben wir so fette Gegner. Und da ist so ein Will-O-Wisp-Ding. Das ist ja merkwürdig hier. Das sollte ich noch nicht einsaugen, weil das ist ein Heal im Prinzip. Das Ding da killen wir jetzt. Wenn ich das hinkriege. Das ist übrigens ziemlich stark wohl. So ein Felsending. Oh, der ist sofort kaputt gegangen, ey. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass der voll schwer ist. Dass der mega viel erfährt und so. Ah, der sieht ein bisschen stärker aus. Tatsächlich. Wohl auch kein NPC. Also habe ich jetzt zwei Wege, die ich gehen kann, oder bin ich blöd? Hello. Damn. Das sieht halt auch so aus, als wenn es hier weitergeht. Heckensklippe. Okay. Leute, ich bin bei 40 Minuten. Heute gab es eine extra lange Folge. Ich war so invested. Was ein gutes Zeichen ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben ein bisschen was geschafft sogar. Aber an jeder Ecke gibt es halt wieder was Neues. Deswegen kommen wir nicht so schnell voran. Aber nun gut, es ist ein Longplay im Prinzip, oder Let's Play, es geht über einen längeren Zeitraum, so ist es halt. Und ja, damit müssen wir alle klarkommen. Gut, euer Vergangenheitstempel sagt vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche Montag wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute. Tschüssi!